Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Zum Start ins neue Jahr ist unseren Basketballriesen eine Punktlandung gelungen. Nachdem es in Nürnberg noch eine bittere Pille zu schlucken gab, revanchierten sich die Jungs am letzten Wochenende im Rückspiel daheim und schlugen die Falcons nach einem atemberaubenden Comeback mit 86-84. Das Team von Head Coach Frank Menz verteidigt seinen starken dritten Tabellenplatz. Der Blick nach oben offenbart auch schon den nächsten Gegner, wenn am Freitagabend der Zweitligaspitzenreiter aus Chemnitz zu Gast sein wird. Während unsere Jungs gegen den Tabellenführer keinesfalls chancenlos in das 31. Ostderby starten, seht ihr jetzt, was sich das Team für dieses Duell vorgenommen hat. Zwischenzeitlich sah es für die Jenaer gar nicht gut aus. Nachdem Science City eigentlich nicht schlecht ins Spiel gestartet war, fielen die Saalestädter bis zur 22. Minute auf ganze 18 Punkte hinter die Nürnberger Gäste zurück. Doch die Jenaer ließen sich nicht unterkriegen und starteten eine spektakuläre Aufholjagd. Durch zwei Distanzwürfe von Justin Lien und Jan Heber machte Science City vor allem im letzten Viertelboden gut. Anschließend glänzte Herrera gleich zweimal, indem er 30 Sekunden vor Spielende zum Endergebnis 86-84 traf und mit einem anschließenden Block gegen Nürnbergs Jonathan Meyer die erfolgreiche Revanche dingfest machte. Erstmal muss man sagen, dass die Nürnberger wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Mit einer unglaublichen Trefferquote. Ich glaube, die haben die ersten 5 Dreier alle 5 erfolgreich geworfen. Die hatten, glaube ich, nach 30 Minuten über 60% ihrer 3-Punkte-Würfe getroffen. Auch gut verteidigt. Ist eine Mannschaft, die im letzten Jahr sich sportlich auch qualifiziert hat für den Aufstieg in die erste Liga und das nur aus finanziellen Gründen nicht in Anspruch nehmen konnten. Schon ein richtig guter Gegner und voller Selbstvertrauen. Und wir waren 18 tief, ja. Zeigt auf jeden Fall den Charakter. Wir haben gesagt, okay, hier zu Hause, wir kämpfen um jeden Punkt und machen das so knapp, wie es geht. Und am Ende haben wir dann gemerkt, oh, hier geht eine ganze Menge noch. Und tatsächlich wurden die Nürnberger da noch nervös, denn die letzten 5 entscheidenden Dreier haben sie nicht reingeworfen und somit konnten wir es noch knapp gewinnen. Nürnberg hat sehr gut gespielt und wir lagen ziemlich weit zurück in der zweiten Hälfte. Aber unsere Mannschaft hat viel Charakter gezeigt und wir sind zusammengehalten. Und das war ein Top-Spiel von unserer Mannschaft in die zweite Hälfte. Und wie wir zusammengekommen sind, es war eine super Leistung von uns, hat unsere gute Chemie gezeigt und sehr wichtig für uns als Mannschaft, denke ich. Und es war super, dass wir das geschafft haben, am Ende daraus einen Sieg zu holen. Am Freitagabend empfängt Science City die Niners Chemnitz zum 31. Ostderby in der Sparkassenarena. Keine leichte Aufgabe, denn die Sachsen führen die Pro-A-Tabelle aktuell an. Mit 16 Siegen und nur einer Niederlage. Nicht eines der letzten 14 Spiele ging verloren. Im vergangenen Duell in Chemnitz musste Science City mit 78-90 den Kürzeren ziehen, trotz eines starken Auftritts der Mannschaft. Unlösbar ist die Aufgabe am Freitag aber dennoch nicht. Sie sind die beste Mannschaft in der Liga. Aber wir haben auch schon gesehen, dass man in Chemnitz, dass wir mithalten können. Wir waren tatsächlich bis zum Schluss, waren es eigentlich immer so 8 Punkte, 7, 8 Punkte. Und ich glaube, wir können besser spielen, als wir es in Chemnitz gemacht haben. Wie gut deren Leistung an dem Tag war, werden wir jetzt sehen. Und ich glaube, wenn wir in den Bereich kommen von dem Spiel gegen Nürnberg jetzt hier, dass wir die Leistung nochmal aufs Feld kriegen, dann haben wir auch eine Chance, ein knappes Spiel zu kriegen. Und warum nicht am Ende auch mit einem glücklichen Sieg. Wir wissen, wir können mit dieser Mannschaft spielen und wir entwickeln immer noch und wir möchten das zeigen. Und wir haben gesehen, dass wir mehr physisch spielen müssen und weniger Fehler auf jeden Fall machen müssen. Und wir sind bereit dafür. Ich glaube, das ist ein wichtiges Spiel für uns, aus vielen Gründen, aber wir freuen uns drauf. Unglücklicherweise verletzte sich Lösing gegen Nürnberg im zweiten Viertel und steht für Freitag auf der Kippe. An Motivation, auch den Chemnitzern im Rückspiel zu zeigen, wo der Korb hängt, mangelt es jedenfalls nicht. Durchweg positive Nachrichten gibt es abseits der Pro A zu vermelden. Gewonnen hieß es für die Jungs aus der JBBL nach dem letzten Pflichtspiel im Dezember gegen die Rockets aus Gotha. Nachdem die Westthüringer mit 79-73 bezwungen werden konnten, wartet am Sonntag um 12 Uhr das erste Spiel des neuen Jahres. Dann gastieren die Jenaer Jungs zum kleinen Derby bei der Niners Chemnitz Academy in der Hartmannhalle. Überragend endete 2019 auch für die Mannschaft von Coach Fasin Hamzai in der NBBL. Im letzten Heimspiel des zurückliegenden Jahres schlugen Jenas Nachwuchsriesen die Metropol Baskets aus dem Ruhrgebiet mehr als souverän mit 113-75.
Zum Jahresauftakt gastiert unterdessen einer der größten Namen des deutschen Basketballs an der Saale, Alba Berlin. Tip-off des Heimspiels ist am Sonntag um 15 Uhr im Borgau mit Technocord. Mit einem Sieg ließ auch Culture City Weimar das Jahr ausklingen. Die Jungs von Marius Linatas dominierten kurz vor der Weihnachtspause den VfL Treuchling und gewannen verdient deutlich mit 109:74. Am Samstag startet das neue Jahrzehnt für Jenas Zweite beim MTSV Schwabing Basketball. Tip-off in der Morawiecki-Halle ist um 15 Uhr. Nur um sicher zu gehen, dass ihr nach so vielen Siegen noch keinen Höhenflug startet, eine kurze Pause. Hier kommt die Werbung. Hey, ich habe gehört, du arbeitest an der Börse. Ja, an der Börse. So, hast du vielleicht einen Tipp für mich? Sowas von, logisch, 100%, absolut. Sprechen Sie nicht mit den Falschen über Geld. Sprechen Sie mit uns. Meine Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss steht für Mitbestimmung. Meine Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss steht für Fairness. Mit dem Einstieg in den E-Sport begab sich SciCity Jena zu Beginn der Saison auf unbekanntes Terrain. Schon seit 2018 arbeitete der Verein daran, ein Team für die virtuellen Wettkämpfe in Computer- und Videospielen zusammenzustellen. Also für uns kam vor 2 Jahren eben die Frage, was ist eine Möglichkeit, wie auch SciCity sich im E-Sport etablieren kann. Und wir haben letztendlich mit dem Spiel, mit der Basketball-Simulation NBA 2K, ein Spiel gefunden, was wir auch authentisch verkörpern können. Es lag einfach nahe, dass wir Basketball auch virtuell als SciCity repräsentieren. Und so kam es also, dass wir letztendlich dann uns entschieden haben, vor mittlerweile fast einem Jahr zu sagen, wir steigen jetzt auch mit einem Team in den E-Sport ein. Seitdem hat sich einiges getan. Im September vergangenen Jahres ging das erste SciCity E-Sports-Team an den Start. Zum Kader gehören neben dem Jenenser Nico Gäbler alias B2C2K noch 2 weitere deutsche Spieler, 4 Österreicher sowie ein Belgier. Das Team bestand zuvor unter dem Namen Crossover Nation. Also wir sind als Team irgendwann einer E-Sport-Agentur beigetreten und über die ist der Kontakt zu SciCity hergestellt worden. Hat dann für mich perfekt gepasst, weil ich der einzige unserer Spieler bin, der hier wohnt und hier geboren ist. Ein bisschen gequatscht, getroffen und dann hat er relativ früh erkannt, dass eigentlich die Ansichten passen und dass alles sehr gut matcht. Deswegen ging das dann relativ fix und war relativ schnell klar, dass wir das zusammen angehen wollen, das Thema. Gespielt wird natürlich Basketball, besser gesagt NBA 2K20 auf der PlayStation 4.
Da es in Deutschland aber noch keine festen Ligastrukturen gibt, spielt die Mannschaft im Moment vorwiegend Turniere. Und das auf internationaler Ebene. Es tut sich aber gerade einiges im Hintergrund. Immer noch wird versucht, eben, sage ich mal, Strukturen zu schaffen, die dann in der Liga gleichen, wo dann auch, es gibt ja schon mehrere Bundesligisten, die mittlerweile auch teilnehmen, also auch Oldenburg, Ulm, die Rostockers sind dabei, die Bayern Ballers. Und diese Gruppierung versucht eigentlich im Hintergrund, sage ich mal, ein Ligensystem jetzt in der nächsten Zeit dann auch zu etablieren. Mit dem Einstieg in den E-Sport will sich SciCity Jena als Marke weiter etablieren, aber auch sportlich erfolgreich sein. Als nächstes steht für die Jungs im Februar ein Turnier bei den EWE Baskets Oldenburg auf dem Plan, die ebenfalls über ein E-Sports-Team verfügen. Wer die Spiele der Mannschaft live mitverfolgen will, kann das kostenfrei auf dem Kanal SciCity E-Sports der Online-Streaming-Plattform Twitch. Wie immer an dieser Stelle heißt es jetzt gut zugehört, denn es gibt wieder was zu gewinnen. Doch zuvor gratulieren wir Benjamin Richter, denn er hat die letzte Frage richtig beantwortet. Steven Klaus coachte stellvertretend für Frank Menz die Jena Basketballriesen. Für alle anderen kommt nun die nächste Chance. Wie heißt der Mannschaftskapitän von SciCity Jena? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an. aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal 2 Tickets für das Duell gegen die königsblauen Riesen von Schalke 04. Einsendeschluss ist Dienstag, der 14. Januar. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Nach der erfolgreichen Jenaer Revanche gegen die Falken aus Nürnberg steht die nächste Herausforderung unmittelbar bevor. Das Team von Kapitän Dennis Nawrocki empfängt am Freitagabend um 20 Uhr den aktuellen Tabellenführer, die Niners Chemnitz, zum prestigeträchtigen Duell des 31. Ostderbys in der Geschichte der zweiten Basketball-Bundesliga auf dem Parkett der Sparkassen-Arena. Mit wem es SciCity hierbei genau zu tun hat, seht ihr jetzt in der Gegnervorstellung. Niners Chemnitz. Entstanden ist der Verein 1999 als BV Chemnitz 99 durch die Fusion der Vereine BG Chemnitz und Lok Chemnitz. In der Saison 2006-07 qualifizierten sich die Niners für die zweite Basketball-Bundesliga Pro A. 3 Jahre später wurde das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielt. Chemnitz beendete die Saison auf Platz 3 und verpasste somit nur knapp den sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. In der Saison 2018-19 stellten die Sachsen einen neuen Vereinsrekord auf, als sie die ersten 9 Partien des Spieljahres gewannen und wurden am Ende auch Meister der Punktrunde. Die vergangene Saison beendeten die Chemnitzer auf Platz 1 und auch zurzeit stehen sie mit ganzen 16 Siegen und nur einer Niederlage an der Spitze der Pro-A-Tabelle. Beim letzten Gastspiel in Jena gingen die Jena mit einem 69-53 Sieg vom Parkett. In bisher 23 Aufeinandertreffen standen am Ende 14 Siege und 9 Niederlagen für die Jena zu Buche. Bereits seit August 2015 ist Rodrigo Pastore Head Coach der Niners. Der 47-Jährige wurde sowohl vom Internetdienst eurobaskets.com als auch in der Abstimmung der zweiten Basketball-Bundesliga zum Trainer des Jahres der Pro-A-Saison 2016-17 gekürt. Die meisten Treffer im Team erzielte bislang Terrell Harris. 13,1 Scores gehen im Schnitt auf die Kappe des 26-jährigen Shooting Guards. In der Saison 2018-19 wurde er zum drittbesten Schützen der Pro-A gekürt. Bester Rebounder der Niners ist der erst 22-jährige Jonas Richter. Im Schnitt erzielt er 4,9 pro Spiel und auch seine Trefferquote von 12,5 Punkten kann sich sehen lassen. Er kommt aus der eigenen Jugendabteilung der Chemnitzer. Bester Vorlagengeber ist Chris Carter. Der 27-jährige Point Guard erzielt mit 5,7 Assists die meisten Vorlagen im Spiel. Mit seinem vorherigen Verein, dem SC Rasta Vechta, gelang ihm 2017-18 der Aufstieg in die erste BBL. Damit ist alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und jetzt lasst uns gemeinsam den Tabellenführer aus Sachsen ärgern. Damit das neue Jahr 2020 sportlich gesehen eine erfolgreiche Fortsetzung findet, brauchen unsere Jungs ruhige Hände, gute Nerven und 120% Power. Schickt dem Team eure Energie von den Tribünen aufs Parkett. Alle in die Halle am Freitagabend. Tip-off ist um 20 Uhr. Bis dahin, Ahoi und Jena never stops.